Und der schubst uns wieder nach unten. Eieiei, der ist gefährlich. Der ist extrem gefährlich. Der ist nämlich unberechenbar, der Boss. Ihr habt gesehen, es ist so eine Art Baum. Und da muss man nämlich an den Seiten diese zwei kleinen Ärmchen von ihm kaputt machen. Da sind sozusagen Fesseln. Der Baum ist gefesselt. Wir müssen ihn lösen. Jetzt haben wir bei dem so einen Arm gelöst, aber... Was genau da gelöst wird, weiß ich auch nicht, weil der dadurch anfängt zu brennen. Oder was das ist. Wir lösen gerade den Dämon in ihm oder sowas. Mega cool. Und ihr seht, auf einmal bricht die ganze Map auseinander. Das Gefährliche ist, wenn der... Oh Gott, genau das ist das Gefährliche, wenn er uns irgendwo reinschubsen will. Das ist extrem gefährlich. Zum Glück haben wir genug Ausdauer. Nein, und da, der schubst uns nach unten. Das ist mega mies von dem... Ich weiß nicht. Ich habe es beim einmal habe ich es geschafft, überhaupt ohne einen Schaden irgendwie da durchzukommen, ja? Aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich benutze meine Menschlichkeit. Das Gute ist jetzt... Das Gute ist wirklich, dass der speichert das, was wir gemacht haben. Das heißt, wenn wir da hingehen, ist schon der linke Arm offen. Das heißt, wir müssen dann den rechten Arm nur noch machen und dann geht's. Ja, das heißt, wir können jetzt... Wenn wir versagen, so wie gerade, dann ist nicht alles verloren. Das ist das Gute. Ich werde jetzt auch durchlaufen zu dem Boss, weil ich habe keine Lust, nochmal diese 20 Gegner zu besiegen. Die sind ja sowieso nicht so stark, aber... Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch gegen den versagen werde. Weil ihr seht, das Gefährliche ist, der macht nicht so viel Schaden. Also der macht doch, der hat schon extrem viel Schaden gemacht. Das Gefährliche ist aber, der schubst einen in den Abgrund. Und das ist extrem gefährlich. So, deswegen... Werden wir jetzt durchrushen dahin. Matze, du kannst nochmal vor dem Portal... Also vor dem Tor kannst du nochmal deinen Wegpunkt machen. Okay. Ich hab's gerade eben oben an der Plattform nochmal gelegt, aber ich leg's nochmal unten, ja. Jo. Ich lauf da gerade hin. An der Plattform schaffe ich das, glaube ich, nicht zu zünden, weil der ja noch der Feuermagier sein wird. Und die anderen 100 Gegner, die mir gleich hinterherlaufen werden. Und jetzt hier bei dem Gifttypen. Den werde ich, glaube ich, sogar besiegen. Der kann nicht mein Item droppen, was ich doch gerne haben hätte. Ich glaube, das brauchte ich für meine Feuermagie. Für meine Feuerwaffe. Wenn ich die Feuerwaffe upgraden will, brauche ich das. Weil ich weiß noch, ich habe das extrem lange gefarmt. Immer die zwei Gegner. Immer wieder und immer wieder. So, jetzt sind wir da. Wir sehen Matze wieder nicht. Ist natürlich ärgerlich. Menschlichkeit ist aktiviert, also daran kann es nicht liegen. Es liegt mehr am Spiel, glaube ich. Ja. Ich töte noch den anderen hier. Vielleicht bräuchte die Items nochmal. Vielleicht entscheide ich mich ja doch für eine Feuerwaffe. Letztes Mal hatte ich die Feuergargel für die Leute, die mich gegangen bin. Welche Waffe hatte ich beim ersten Durchlauf? Das war die Gargel-Axt, die ich am Anfang gefunden habe. Die habe ich als Feuer-Gargel-Axt benutzt. Was haben wir denn hier? Scheinbare Wand. Du lügst doch. Vielleicht mit dem Ring oder mit dem Zauber, ich weiß es nicht. Hier ist aber auch keine Hilfe, ne, zu dem Boss. Aber ich glaube, da gibt es auch keine Hilfe, weil der Boss selber ist nicht schwer. Ich verspreche euch, dass ich den Boss mit einem einzigen Schlag fertig mache. Den Boss selber. Ne, das ist gelogen. Ich glaube, ich schaffe den nicht mit einem Schlag. Aber ziemlich schnell. So, hier ist Slime mal wieder. Machen hier ein paar Bäumchen kaputt. Jetzt seht ihr schon. Links ist schon alles kaputt. Hier auch kaputt. Wir laufen einfach durch. Das haben wir gut abgeblockt. Das haben wir weniger gut abgeblockt. Und wir sind wieder instant gestorben.
Das ist mega mies, wenn der einen nach unten schubst. Das ist mega mies. Das ist echt mega mies. Eieiei. Hast du schon beide Arme freigeschaltet? Also freigelegt? Was? Hast du schon beide Arme freigelegt? Ne, nur einen, den linken nur. Okay. Das wird nämlich nochmal richtig lustig, wenn er den rechten freilegt. Wäre natürlich cool, wenn du noch da bist, weil dann kann einer schon mal vorgehen und der eine den rechten Arm machen, aber so einfach geht das nicht. Ich muss zuerst nach vorne und dann nach hinten blocken. Das Problem ist, ich verbrauche dabei extrem viel Ausdauer beim Blocken. Ich verliere die Hälfte. Danach könnte ich dann absolut gar nichts mehr blocken. Deswegen, ich überlege gerade, wie ich ihn am besten besiege. Ich muss noch etwas Glück haben, dass er mich nicht nach unten schubst. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich schaffe das jetzt. Nehmen wir, jetzt bin ich wieder hier beim Giftviech. Nope. Ist aber zu langsam. Aber ich finde diese Geräusche geil, die machen. Dieses blop, 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 blop. Ich bin oben auf der Plattform. Ich sehe wieder nichts. Dann gehe ich weiter. Das Blöde ist, ich habe dich ja eben gesehen, aber es ist nichts passiert, als ich dich gerufen habe. So, wir trinken nochmal einen Heiltrank. Eieiei. Schon wieder eine Stunde am Aufnehmen und wir haben nur zwei Bosse geschafft. Aber das ist ein Fürst, gegen den wir kämpfen. Also das ist einer von den vier. Ja, ich sag mal, theoretisch sind das eigentlich die stärksten Gegner, oder? Super. Ne, ich kann den nach hinten nicht blocken, dafür fehlt mir die Energie, dafür fehlt mir die Energie. Und tot. Ich will die Fürsten nicht unbedingt als die stärksten ansehen. Also ich finde Kalamit zum Beispiel wesentlich schwieriger als die ganzen Fürsten. Naja, aber es sollen schon die stärksten sein, sonst wären das ja nicht die vier Fürsten. Man wählt ja nicht die vier schwächsten Gegner als Fürst. Der hat mich instant getötet. Also ich habe nach vorne geblockt, nach hinten hatte ich schon zu wenig Energie, da bin ich umgekippt. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich muss irgendwie dem ersten Angriff ausweichen. Wenn ich dem ausgewichen bin, könnte ich das schaffen, durchzulaufen. Dann immer dieses Nervige zum Boss laufen. So. Ich muss auch sagen, ich bin etwas müde. Ich habe heute... Ich glaube, ich habe schon viel geschlafen, oder? 6 Stunden ist für mich viel. Normalerweise schlafe ich nur 4 Stunden. Und wir haben gestern wie lang Stream gemacht? Ich habe 19 Uhr. Wir haben fast 12 Stunden Stream. 11 Stunden waren es, genau. 11 Stunden Stream. Ohne Pause. Das muss einer mal nachmachen. Einfach mal so. Dabei wollte ich nicht mal DayZ spielen, ich habe angekündigt, kein DayZ. Und dann kam hier Padergay und die ganzen üblichen Verdächtigen und haben... Oh Gott, ich häng fest. Und haben angefangen rum zu spammen. DayZ Stream, DayZ Stream. Ich so, nee, ich möchte kein DayZ Stream. Und dann so kam Perry und hat gesagt, oh, guck mal, wer der ist. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt einen DayZ Stream machen. Ich sehe dich wieder nicht. Doch, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Linkwärts, bitte komm jetzt. Bitte. Habe ich dich gerufen? Bei mir kommt nichts an. Okay, dann versuche ich dich nochmal zu rufen. Du hast jetzt wieder ein blaues Outfit an. Sieht cool aus auf jeden Fall. Und jetzt bist du weg. Danke. Kannst du nochmal neu legen? Ja. Ich glaube, wir sind im scheiß IP-Pool. Dann versuche ich nochmal. Ich versuche nochmal einen Blick. Ich überlege nur, wie ich das gerade machen könnte. Also eigentlich müsstest du dich von den Händen erst gar nicht erwischen lassen. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Die machen ja eine komplett ganze Fläche weg. Ich hätte einen Zauber. Du musst...
warten, bis er geschlagen hat. Und dann kannst du eigentlich geradeaus durch nach rechts halt laufen zum zweiten Arm. Okay. Naja, da hat er mich trotzdem geschlagen. Und da hat er mich wieder nach unten geworfen. Ne, das geht nicht. Da erwischt er mich trotzdem. Ich muss eigentlich dem ersten Arm ausweichen. Ich hab eine Idee. Ich hab doch meine Zauberei. Und zwar werde ich jetzt. Ich hoffe, ich habe das gelernt. Ich habe das nicht gelernt. Den Arme und sowas habe ich nicht gelernt. Ich benutze jetzt gar keine Menschlichkeit mehr, weil sonst habe ich für später nichts, so wenn wir wieder zusammenspielen können. Ich habe eine Idee, was ich machen kann. Ich ziehe mir jetzt ein mega starkes, mega dickes Gear an. Ah, ich habe die Steinrüstung noch gar nicht, ne? Dann ziehe ich mir das Silberdetergier an. Das ist, glaube ich, das Stärkste, was ich zurzeit habe. Dann bin ich zwar langsamer, wie ihr seht. Aber ich kann übertrieben gut aus. Ne, nicht ausweichen, aber ich bin vielleicht standfester. Das heißt, vielleicht schubst du mich dann nicht so komplett um. Weil das beeinflusst alles das Spiel. Also das Spiel ist schon sehr realistisch gemacht. Ich muss mal gucken. Ihr seht, ich glaube ein bisschen länger beim Aufstehen nach dem Rollen. Der Boss ist eigentlich nicht schwer, ich hatte noch nie so wirklich Probleme bei dem, aber ich habe das immer auch beim ersten Mal geschafft, beide Arme kaputt zu bekommen. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Der erinnert mich an dieser Gegner, der erinnert mich an, an Zelda, da gibt es auch diese Gegner. 100%. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich erinnere mich da auch noch ganz schwach dran. Ganz am Anfang, so vor allem beim Zelda, dem Gameboy-Spiel, falls jemand von euch Zelda Gameboy oder Zelda auf Gameboy gespielt hat. Jetzt werde ich das mal abwarten. Da kann ich, glaube ich, nicht lang gehen. Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt dürfte ich theoretisch durchlaufen können. Oh, ich hab's geschafft. Und da hat er mich umgehauen. Waffe in Gefahr. Oh, gar nicht gut. Meine Waffe jetzt beim Boss weg. Oh, ich stehe davor und hau noch einmal zu. Hau noch mal zu. Jawohl. Meine Waffe ist kaputt. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug Schaden mache, dass ich den gleich töten kann. Jetzt haben wir seinen zweiten Flügel Release oder seinen zweiten Arm. Ich nenne es mal zweiten Arm. Ich glaube, der Baum selber, der war doch gut, nur dass dieser Dämon der Böse ist, der den so böse macht. Das ist das Chaoswesen von Easterleaf, gegen das wir kämpfen. Autsch. Da tritt er auf uns ein. Und der schubst uns wieder nach unten. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Das ist nicht mehr menschlich. Wie oft wurde ich nach unten geschubst? Jetzt kann ich aber wieder Menschlichkeit benutzen, weil jetzt darf ich eigentlich nicht mehr fehlen. Egal was ich mache, es ist jetzt nicht mehr unfehlbar. Das Schwerste habe ich geschafft. Jetzt muss ich noch meine Waffe reparieren. Zum Glück habe ich mir so ein Repair-Kit gekauft beim Schmied, dass ich immer meine Sachen unterwegs reparieren kann. Aber ich habe keine Seelen dafür. Oh mein Gott. Aber warte, ich habe doch Gegenstände benutzen. Ich habe doch hier meine ganzen Seelen so
Und dafür sind die zum Beispiel auch gut. Wenn man hier Seele kriege, darf nochmal 8 Stück. Müsste uns 2000 geben. Jawohl. Sollte reichen. Ausrüstung reparieren. Ja. Waffe, jawohl. Haben wir gemacht. Und jetzt. Genau, jetzt. Jetzt wirklich. Ich hoffe das letzte Mal, dass wir da hinlaufen. Ich kämpfe bestimmt schon seit 10 oder 20 Minuten. Seit 10 Minuten locker. Ich wette aber sogar schon seit 20 Minuten gegen den Boss. Und ich meine, es ist nicht das erste Mal, es ist schon das 100. Mal, dass ich gegen den sterbe. Daher bin ich es gewohnt. Beim ersten Mal bin ich richtig ausgerastet. Da habe ich meinen Controller durch die Gegend geschmissen. Richtig geflucht und alles. Aber inzwischen ist es ja... Inzwischen finde ich das jetzt nicht schlimm, zu sterben. Man hat sich dran gewöhnt. Weil man weiß... Im Endeffekt, wenn man weiß, wie der Boss funktioniert, dann ist es nicht so schlimm. Wenn man aber nicht weiß, wie der funktioniert, dann ist es schlimm. Dann ist es extrem schlimm. Da bin ich gespannt auf Dark Souls 2. Ich habe mir überlegt, Dark Souls 2 kommt ja am 25. April oder so. Ich würde das streamen und eigentlich versuchen auch gleichzeitig aufzunehmen. Und währenddessen, während ich das streamen aufnehme, davon werde ich dann die Highlights benutzen und als Video hochladen sozusagen, also die Bossfights und so. Weil ich werde das ja komplett blind spielen und das wird schon schwer. Das wird schon schwer. So, Mats, ich sehe dich wieder. Ich versuche dich mal zu rufen. Jetzt hast du dir einen anderen Kopf gemacht. Weißlicher. Hässlicher. Phantom wird gerufen. Man nicht besser erkennt. Na, kommt bei mir wieder nichts an. Ich hab den Kopf nebenbei auch. Glaube ich. So, jetzt. Das Schwerste ist wirklich geschafft. Also, viel falsch machen kann ich jetzt nicht. Wenn, dann würde es mich echt wundern. Vielleicht sieht man die zwei Flügel, oh mein Gott. Zack, hier runter. Unter den durch und jetzt... Oh Gott. Schnell da durch. Angerufen gescheitert, während ich schon beim Bossfight bin. So, und da ist der Boss selber. Was? Mit einem Schlag haben wir den getötet. Das ist das Herzstück. Und wir haben die erste Fürstenseele besiegt. Oder bekommen. Das heißt, wir haben eine von vier Fürsten getötet. Boah, das war gut, das war gut. 60.000 Seelen bekommen. Können wir nochmal aufsteigen, machen wir ein bisschen Vitalität höher. Jawohl, zwei Level. 68 bin ich. Und teleportieren. Wo gehen wir hin? Tochter des Chaos, würde ich... Nee, wir müssen... Das ist halt jetzt die Frage, wo möchtest du... Möchtest du Nito jetzt direkt machen? Oder Four Kings? Oder möchtest du noch die Kalamit machen? Ne, lass Sonnenlichtaltar gehen und dann runter. Wir machen Four Kings. Four Kings machen wir halt noch. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Von der Zeit her. Sollte aber machbar sein. Ich bin nicht dahin gegangen, wo ich hingehen wollte. Teleportieren. Feuerbandstein, da wollte ich hin. Four Kings sollten wir heute noch schaffen. Also wir machen noch Four Kings. Danach machen wir... Nito, das wird schwer, weil ich habe gerade meine... Normalerweise gibt es ja so einen Helm, der die Sicht gibt. Den habe ich nicht gefunden. Das heißt, ich muss mit der Lampe durchlaufen und das wird böse. Falls wir es hinkriegen, dass du mich rufst, würde mich mal interessieren, ob du den Licht, das Licht auch siehst, das ich produziere mit meinem Zauber. Ich glaube ja. Ich habe leider nicht genug Wunder. Also nicht genug... Nee, nicht Wunder, wie heißt das? Willenskraft oder... Intelligenz brauchst du dafür. Okay, Intelligenz. Ich habe nur 12 Intelligenz oder so. Hm. Damit kann ich mir kein... keine Wunder kann ich... die kann ich einfach nicht lernen. So, jetzt... ich fahre mit dem Aufzug nach unten. Mhm. Ich muss gerade schauen, wo ich das erste Symbol legen kann. Jo. Okay.
Ich hoffe, ich habe ein Fluchmal, weil ohne Fluchmal wird das hier gefährlich. Kämpfen mich gleich gegen Geister und diese Geister. Ja, die können. Was heißt, die können? Ohne Fluchmal kann ich ihn nicht angreifen, sagen wir so. Fluchmal. Oh Gott, hast du ein Fluchmal? Ja, ich habe, aber du kriegst auch eins. Kurz vor den Geistern ist so eine kleine Vase auf diesem Turm. Okay, ich hab's mit Wanderfluch, ja. Ja, aber ich habe das gerade zerstört, aber eigentlich kam das nicht, weil das kam mit mega Verzögerung. Mhm. So, wollen wir Wanderfluch, 2 Stück. Und die Geister haben ja selber nochmal eine Drop-Chance, das heißt, wir können erstmal den Ring wieder umtauschen. Oh Gott, welchen Ring durch? Bevor ich da hingehe, ich muss erstmal den Wolf besiegen. Ach ja, stimmt. Ganz vergessen, den hast du ja nicht. Also wollen wir jetzt den Wolf machen? Ja, aber den kann ich ja eben schnell machen. Da rush ich dann einfach durch. Benutzen wir. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich hab mal einen Fluch benutzt. Ich hab nur noch einen einzigen. Das war dumm von mir. Das heißt, ich darf gleich nicht fail. Sonst habe ich das übertrieben große Problem, das man nur haben kann. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie du die. Ja, aber ich kann die noch kaufen, aber da muss ich hin und her laufen, das ist auch blöd. Gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Welche? Du lässt dich verfluchen. Echt? Mhm. Wenn du verflucht bist, dann kannst du die angreifen. Okay, ich will mich aber nicht verfluchen lassen, dann hab ich noch Hälfte Leben. Ja. So, das heißt, ihr wisst noch, in der letzten, einer der letzten Folgen, ich glaube vor 3, 4, 5 Folgen, haben wir in der, im Add-on zwischenzeitlich den kleinen Wolf gesehen. Sif heißt der, glaube ich, der Wolf, ne? Der mit uns gegen Manus gekämpft hat. Das war ja die Vergangenheit. Damals war er noch klein. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass er jetzt in der. Also sozusagen, da ist Vergangenheit, ist es ja, spielt es ja jetzt mehr in der Zukunft. Und dass er ein bisschen größer geworden ist. Und da können wir gleich mal achten, wie groß der geworden ist. Ich gehe sogar jetzt noch eben. Ich gehe noch. Das hier, den Eid ein bei der Katze. Ah ja. Nebenbei muss ich noch dazu sagen. Wenn ich unten bin, ne? Kurz vor Quelax Schwestern im Gebiet, da kann ich an den Baum gehen. Da ist ja dieser Drache, bei dem man den Eid machen kann, wo man auch den Schwanz abschlagen kann, ne? Für dieses Drachenschwert. Die Frage, die ich jetzt habe, gibt es da noch einen anderen Boss, gegen den man kämpfen muss? Wenn du da runter gehst, meinst du jetzt? Ja, ja. Da ist nochmal eine Hydra, aber sonst ist da nicht. Okay, also kein wirklicher Boss. Ah. Okay. So, hier ist das Gebiet, wo ich immer gefarmt habe, weil ihr habt ja auch gefragt, wo farme ich immer meine Seele? Hier gibt es 4 NPCs. Die zeige ich euch jetzt gleich. Komm, Zauber Neumann. Diese NPCs zeige ich euch gleich. Wenn man die tötet, geben die jede extrem viel Seelen. Für den Anfang mega gut zu farmen. Ihr seht, 2000 Seelen für einen Gegner. Sind aber auch stark, also da muss man aufpassen. Zack, zack. Aber wenn man den einmal in der Combo hat, dann ist er eigentlich tot. Die droppen auch keine Items, sondern wirklich nur Seelen. Jeder 2000. Ich glaube, der Krieger sogar 3000. Zack. Aber auf den Krieger muss man aufpassen. Der Krieger, der ist echt nicht ohne. Deswegen besiege ich ihn auch. Ne, ich kann ihn noch nicht so besiegen. Der heilt auch seine Verbündeten. Das ist ein bisschen blöd. Also besser. Oh Gott. Besser ist wirklich gegen die Einzelnen zu kämpfen. Oh Gott. War das knapp. Ich habe nicht die Heilung ausgerüstet gehabt.
Mann, jetzt geh doch mal weg. Was ist los mit dir? Er hält ihn wieder hoch. Er hält ihn die ganze Zeit hoch. Ich kann gegen ihn keinen Schaden machen. Oh, ich bin tot, ey. Oh mein Gott, er hält ihn die... Das ist scheiße. Ihr dürft nicht gleichzeitig gegen die kämpfen. Das ist das Beschissenste, was ihr machen könnt. Der hat ihn die ganze Zeit gegen meinen Schaden hochgeheilt. Die ganze Zeit. Richtig asozial. Kein Ding. Wir benutzen eine Menschlichkeit. Das sollte... Ach Gott. Und ich wollte auch nicht meine Zauber benutzen. Mit meinen Zauber hätte ich die getötet. Also wenn ich farme, dann habe ich natürlich immer mit Zaubern gefahren. Weil macht am meisten Schaden bei mir. Ist ja logisch, wenn ich ein Feuermagier bin. Jugendmann. Habe ich aber jetzt nicht gemacht, weil ich die Dolch für den Boss, weil der Boss ist meiner Meinung nach stark. Ich mag Sif, er ist ein starker Gegner. Jetzt töten wir wieder hier einen nach dem anderen. Der zaubert, kann man nicht, kann man einfach ausweichen. Zack, zack, da kommt schon der Schurke, den hören wir, so von links anlaufen. Na komm. Wenn er nicht kommt, dann brauchen wir nicht gegen ihn. Jetzt kommt er. Mit dem Schurken müsst ihr aufpassen. Der vergiftet euch nicht. Oder Blutenschaden oder was das ist. Auf jeden Fall kann das auch gut Schaden machen. So, jetzt ziehen wir den Paladin erstmal hier hin. Damit der jetzt nicht auf den Sack geht. Beim Paladin ist es wichtig, einfach den in einer Kombo zu halten. Der darf nicht weglaufen, weil sonst fängt er an, sich immer wieder zu heilen, immer wieder und immer wieder. Ihr habt es eben gesehen, eine Heilung nach der anderen, wenn ihr nicht genug Schaden machen könnt, weil wenn ihr zwei Leute auf einmal pullt, bei dem ist es einfach, den könnt ihr einfach exekutieren hier, oder ihr habt den auch in der Combo. Wenn ihr den einmal in der Combo habt, ist es bei den NPCs absolut kein Problem. Der ist tot, jetzt kommt die Katze da oben, das ist ein Eidgeber. Ja, ja. Bei dem gibt es auch was Cooles. Und zwar diese Eid, der... Ja, ja, komm. Ich bin überglücklich, so. In Anwesenheit eines Phantoms kannst du kein Eid ablegen. Okay. Habe ich bei mir ein Phantom im Spiel? Du bist mit Menschlichkeit in den Garten gegangen, oder? Ja, ja. Das geht dann nicht. Da bist du quasi automatisch invasiert durch diesen Eid. Sucht er permanent jemanden, der gegen dich antreten soll. Ja, ja, das weiß ich. Okay, jetzt hat's geklappt. Der Phantom ist bei mir nicht reingegangen. Aber, den Eid, den ich jetzt habe, ich habe sozusagen einen Ring bekommen, diesen Katzeneidring. Und wenn ich den anziehe, hier farmen ja die Leute da, so ein sehr beliebtes Farmgebiet, weil hier ist eins der Gebiete, wo man am einfachsten Seelen bekommt, durch die so viele NPCs, die ich gezeigt habe. Und sobald jemand in dem Gebiet ist und ich den Ring anhabe, kann ich automatisch da rein geforst werden, um den Wald zu verteidigen. Ich bin sozusagen ein Verteidiger des Waldes. Und, also ein Beschützer des Waldes. Und das finde ich ganz cool, also das ist für PvP auch ganz cool gemacht. Weil das Problem ist, wenn ich verteidige, dann kann es sein, dass ich einen Level 900er oder einen Level 1er da gegen einen Level 1er oder gegen Level 900er kämpfe, weil da gibt es dann keine Level-Begrenzung. Weil Verteidigen ist Verteidigen. Das ist, da können auch 10 Leute, nee, also 10 nicht, aber da können 3 Leute drin sein, da muss ich da trotzdem verteidigen. Der wird mich automatisch reinforcen. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten DayZ Mod Videos und unten die letzte Dark Souls Folge. Haut raus!